Türchen Nummer 22. Hm, ist das etwa ein Gutschein? Ich habe gelesen, für einen Resteabend, für einen Restaurantbesuch. Das ist schön. So, 22 von meinem Freund. Hallo und herzlich willkommen zu Vlogmas Tag 23, der vorletzte Tag von meiner Vlogmas-Reihe. Irgendwie auch so, so krass. Ich weiß nicht, ich finde jetzt gerade so, die letzte Woche ist super schnell rumgegangen. Ja, wir haben schon abends, ich weiß gar nicht, was ich heute für euch mitgefilmt hatte. Genau, wir hatten uns einen Smoothie zum Frühstück gemacht, da hatte ich euch das Mixen einmal kurz mitgefilmt. Adventskalender haben wir jetzt eben aufgemacht und ja, ansonsten habe ich heute auf dem Sofa rumgelümmelt. Wir haben einen Weihnachtsfilm geguckt, Buddy, der Weihnachtself. Ist ja auch so ein Klassiker. Und ja, ich hatte bei Action gesehen, dass die einmal so Servietten richtig aus... Also die hatten richtig so Servietten aus Stoff und auch so einen Tischläufer. Und ich bin halt sonst jemand, ja, dass ich eher weniger, weniger Läufer oder Tischdecken oder sowas verwende. Dementsprechend habe ich auch nicht wirklich welche. Ja, und jetzt wollte ich nochmal kurz zu Action, habe aber jetzt extra abgewartet. Ja, ich hoffe, dass jetzt gleich so vor Ladenschluss dann nicht so viel los ist. Ich war gerade eben duschen, wie man sieht, meine Haare sind noch ein bisschen nass, die trocknen gerade an der Luft, weil ich möchte mir gern für Weihnachten auch wieder große Locken machen, also die voll föhnen und große Locken machen. Dementsprechend werde ich jetzt heute und morgen nicht großartig was mit meinen Haaren machen, um die jetzt einfach ein bisschen zu schonen und denen Ruhe zu geben. Ja, ich war gerade eben duschen und habe das so, kennt ihr das manchmal, wenn ihr das Duschen auch so ein bisschen als, ja, Me-Time nutzt, einfach so von oben bis unten rasieren, Peeling, einfach so ein bisschen, ja, keine Ahnung, Self-Care und dann danach schön einreiben und mit Öl, und ich liebe das total. Das habe ich jetzt gerade eben erstmal gemacht. Ich hatte auch überlegt, weil ich hatte jetzt extra mich gepeelt, weil ich überlege, ob ich morgen dann tagsüber mir nochmal ein bisschen Selbstbräuner auftragen und den dann einfach über Tag einwirken lasse, halt, dass ich dunkle, längere Klamotten drüber ziehe und dann einfach abends das runter dusche, bevor ich ins Bett gehe, weil ich habe irgendwie keinen Bock, dass das, dass ich das Bett dann irgendwie versaue. Egal welchen Selbstbräuner ich benutzt habe, irgendwie so ein bisschen abgefärbt hat es halt immer. Weil ich einfach für Weihnachten, glaube ich, so ein bisschen fresher aussehen möchte. Ja, und da hilft mir Selbstbräuner manchmal so ein bisschen. Aber ich habe jetzt lange schon keinen mehr drauf gemacht. Ja, ich wollte mich jetzt auf jeden Fall etwas fertig machen. Und ansonsten nehme ich euch vielleicht gleich mit dem Handy und so noch ein bisschen bei Action mit, wenn es jetzt nicht zu voll ist. Und würde euch dann einfach auch nochmal die Ausbeute zeigen. Für das Video morgen hatte ich mir überlegt, dass ich euch ja einfach schon mal so ein bisschen erzähle, wie ich mir jetzt alles vorgestellt habe, wie das hier auf YouTube so weitergeht, was ich mir überlegt habe, halt nach Vlogmas. Und ansonsten bereiten wir auch morgen das Dessert. Also wir wollten Mousse au Chocolat machen. Und genau, den Dip bereiten wir vor. Das ist vielleicht für alle auch nochmal interessant, die da Bock haben, den einfach für die Champignons dazu nachzumachen. Also da nehme ich euch einfach nochmal mit, wenn wir das machen. Und ja, sonst steht jetzt gar nicht mehr so viel an. Hier sind halt jetzt keine riesen Kochvorbereitungen oder irgendwas für Weihnachten, weil wir halt ja hier ja nichts zubereiten. Wir sind ja, wie gesagt, am Heiligabend und am ersten Tag bei meiner Mama. Und machen einfach nur Nachtisch und Dips. Und am zweiten Weihnachtstag bringt mein Papa ja die Sachen mit. Da, ja, haben wir auch Gott sei Dank nicht so viel Arbeit. Und genau, ich wünsche euch jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß, Spaß bei diesem Vlog. So, ich schminke mich jetzt, lasse die Kamera einfach dabei laufen für die, die Bock haben. Ich lege Musik drunter. Ja, lehnt euch zurück, kuschelt euch ein, trinkt einen Tee dazu und wir hören uns dann gleich. Thank you.
So, Make-up ist ready. Ich ziehe mir jetzt schnell was an. Und dann düsen wir los. Und ja, wie gesagt, ich gucke mal, ob ich im Laden noch so ein paar Sequenzen mitfilmen kann. Und ansonsten zeige ich euch, ob ich bekommen habe, was ich wollte. Und ja, wir sehen uns gleich. So, ich bin jetzt ready gemacht und habe mir jetzt direkt von hier oben ein paar Schuhe mitgenommen. Mache mir noch schon ein bisschen Parfüm drauf und dann geht es los. So, wie versprochen, gibt es eine kleine Ausbeute, ein Mini-Haul von Action. Ja, das, was ich haben wollte, habe ich natürlich nicht bekommen. Ich muss auch sagen, irgendwie war gefühlt alles an Weihnachtskram schon so gut wie weggeräumt, wenn man das jetzt so mit den Wochen vorher vergleicht. Im Laden habe ich jetzt nicht gefilmt, weil, ja, keine Ahnung, war mir jetzt alles ein bisschen zu viel. Ich habe jetzt ja, eine Alternative dann mitgenommen. Das ist jetzt auch nicht so groß. Das ist 1,50 x 45. Das ist halt auch so ein Tischläufer. Ja, ist jetzt in so einem Cremeton. Eigentlich hätte ich halt gern ja, so ein dunkles Grün genommen. Aber das gab es nicht. Und ich habe jetzt gedacht, bevor ich halt gar nichts habe, ja, nehme ich den mit. Und Servietten gab es halt auch gar nicht mehr. Die mir gefallen haben, die hatten irgendwie noch so schwarze mit Silber, aber das hätte auch überhaupt nicht hier reingepasst. Und ja, wir nehmen jetzt einfach unsere ganz normalen Papierservietten. Dann hatten die ja so Duftkerzen, das ist einmal in so einem, jetzt kann man das, glaube ich, in dem Licht nicht so gut erkennen, das ist einmal so ein Schwarz und so ein ja, grünlicher Ton. Die habe ich jetzt einfach für die Deko schon nach Weihnachten mitgenommen. Ja, dann haben wir noch Batterien mitgenommen, damit das auch wirklich... Irgendwas ist hier ausgelaufen. Keine Ahnung, ist auf jeden Fall etwas nass, die Batterien. Ich packe die jetzt gleich mal direkt hier aus. Ja, einfach damit die uns nicht ausgehen, weil wir ja am zweiten Besuch von meinem Papa und meiner Oma bekommen, dass wir hier ja, die ganzen Lichterketten nochmal frisch ausstatten können. Dann habe ich mir jetzt einfach mal von Max & More, also diese Marke von Action, so ein Fixing Spray mitgenommen. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Wir waren ja jetzt auch die Tage bei DM und ich brauchte halt Neues. Ich habe es aber total vergessen und ich hatte auch vergessen, mir das aufzuschreiben. Ja, deswegen habe ich mir jetzt einfach das mal mitgenommen und schauen wir mal. Die habe ich jetzt auch ein paar Mal schon bei Leuten so bei TikTok gesehen, diese Party Cakes. Und dann habe ich gedacht, dann können wir die mal probieren. Dann waren wir noch kurz bei Rewe und Penny drin. Da war es jetzt Gott sei Dank nicht so voll, aber irgendwie Rewe, da ist auch alles relativ eng gebaut und so. Das war mir auch schon wieder irgendwie zu viel. Wir haben jetzt nämlich, ich möchte ja morgen Mousse Schokolade machen. Ich glaube, das hatte ich euch eben schon gesagt. Und ich weiß aber, dass letztes Jahr mir da irgendwas schiefgelaufen ist. Da hat, glaube ich, das Ei ist dann so komisch gestockt oder so. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Aber ja, falls da irgendwie was schieflaufen sollte, habe ich nämlich jetzt zur Alternative nochmal Mascarpone, Spekulatius und so Himbeeren mitgenommen. Das ist ja einfach dieses so ähnlich wie Tiramisu, aber halt ja mit so Spekulatius und Himbeeren. Das haben wir auch letztes Jahr oder so, meine ich, zu Silvester schon mal gemacht und das ist super lecker. Und das haben wir jetzt einfach nochmal ja alternativ mitgenommen. Sollte jetzt so alles passen und klappen, dann werden wir uns das vielleicht wirklich für Silvester nochmal als Dessert machen. Und ja, wir hatten, eigentlich wollten wir einen Nudelauflauf machen, aber irgendwie, kennt ihr das, ihr habt so ein Gericht geplant und dann habt ihr irgendwie gar keinen Bock mehr drauf. Da ist jetzt auch nichts, was so wirklich frisch für war. Also ich hatte auch noch den TK-Brokkoli, deswegen ist das jetzt nicht so schlimm. Die Nudeln, ja, da passiert ja auch nichts mit. Und deswegen haben wir uns jetzt nochmal umentschieden. Und bei Penny hatten die jetzt so Hähnchenteile, weil ich da irgendwie voll Lust drauf hatte. Die machen wir uns jetzt gleich in den Ofen und dann werden wir uns weiterhin auf Sofa mümmeln. Es ist super stürmisch draußen. Ich merke auch, dass ich direkt irgendwie Ohrenschmerzen bekomme von dem Wind. Also heute und morgen werden wir jetzt das Haus nicht mehr verlassen, sondern erst dann am Sonntag wieder an Heiligabend, wenn es zu meiner Mama geht. Ich gucke mal, dass ich euch gleich das Essen oder so auch nochmal zeige und sage jetzt erstmal bis später. So, wir stehen jetzt hier in der Küche. Ich habe gedacht, ich nehme euch einfach mal ein bisschen mit. Wir haben halt so einen großen Packhähnchen, das sind jetzt diese Bollen und die waren halt für 30% reduziert. Deswegen ja, haben wir die jetzt mitgenommen und machen die ja auch direkt jetzt. Ich zeige euch das mal kurz. Also die haben wir jetzt geholt. Die werde ich jetzt einmal waschen, dann abtupfen und dann packe ich die einfach in so einen großen Beutel von Ikea, packe Gewürze rein, schüttel das gut durch
Und dann verschwinden die, ja, ich denke mal für so 40 Minuten, 30 Minuten im Ofen. Und ich hatte jetzt hier noch so ein paar von denen übrig. Die werde ich, glaube ich, gleich einfach mit dazu schnibbeln. Gefüllt. Morgen wollten wir Nudeln mit Pesto machen. Und jetzt habe ich schon gesagt, weil das jetzt so viele sind, dann können wir morgen noch ein bisschen Hähnchen dazu essen. Ich nehme jetzt einfach ein bisschen Öl. Ich kippe das jetzt einfach hier so in die Tüte. Dann nehme ich ein bisschen Sojasauce. Also ihr wisst, ich mache ganz, ganz viel ja immer so Schnauze und ich mache das auch, also ich würze das nicht jedes Mal gleich, das worauf ich halt dann gerade Lust habe. Bisschen Honig. Dann nehmen wir einmal das Hähnchengewürz, das liebe ich, von Just Spices. Ja, also das Hähnchengewürz, da spare ich auch nicht mit. Also rein da. Ich mache das jetzt leer. Ich habe aber noch Vorrat, Gott sei Dank. Dann Paprikapulver. Ich mache trotzdem noch so ein bisschen von diesem Meat Allrounder mit dazu. Dann ein bisschen Kräuter der Provence. Natürlich Knoblauch. Ah, Paprika hatte ich schon. Bisschen Chili. Noch etwas Pfeffer. Und ich brauche noch ein bisschen Salz. Okay, das Ganze wird jetzt einmal gut durchgeschüttelt und dann sehen wir die jetzt gleich auf dem Blech wieder. So, den Beutel, den nehme ich jetzt einfach nochmal und schnippel hier die Wedges, die Kartoffel-Wedges rein. Ich mache jetzt auch einfach alle, weil das sind jetzt auch nicht mehr viele und was anderes würde ich da vermutlich eh nicht mehr mitmachen. Und bevor man sie wegtun muss, mache ich da jetzt einfach ja, die Wedges. Ich mache da jetzt nochmal ein ganz bisschen Öl mit dazu und den Kartoffel-Allrounder. Ja, und dann verteile ich die mit darauf und dann mache ich hier wieder so ein bisschen Ordnung und dann verkrümel ich mich zurück aufs Sofa, während das alles schön vor sich hin wird. So, also nochmal ein bisschen Öl. Jetzt ist mir auch ein bisschen Öl hingelaufen. So, ich mache ein bisschen Salz noch rein und der Kartoffel-Allrounder. Ich muss jetzt gerade mal gucken, hatte ich da nicht einen offenen? Doch. Muss man ja nicht unnötig aufmachen.
Und ich glaube, ich mache auch noch ein bisschen Knoblauch mit dazu. Das Ganze wird jetzt auch nochmal durchgestückelt. Und dann kommen die mit aufs Blech. Willkommen zurück aus diesem Vlog. Ich gehe jetzt hoch, mich abschminken und dann geht's in die Haia. Drückt mir die Daumen, dass ich heute schneller und besser einschlafen kann. Ja, das war's jetzt mit dem heutigen Vlog. Also ich wollte ihn jetzt an der Stelle noch beenden. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und freue mich natürlich über ein Däumchen nach oben. Freue mich über eure Kommentare und ja, wir sehen uns dann morgen. Morgen ist das letzte Mal, dass ich dann Vlogmas drehe. Ja, morgen zum letzten Mal erstmal wieder. Aber wie gesagt, morgen, also für euch dann morgen, ich drehe das morgen erst, werde ich auch noch ein bisschen was dazu sagen. Tschüss.